Guten Morgen, DrupalCon. Nachdem ich gestern zwar nicht beim Pubcrawl war, sondern bei noch einer anderen Veranstaltung und dann irgendwie es ging um zwei im Bett und am Schlafen, pflege ich heute Morgen heftigste Kopfschmerzen und bin eher mies drauf. Daher bin ich gestern auch nicht dazu gekommen, irgendwelche Videos zu machen. Heute wird das Wetter aber irgendwie schöner und um 16 Uhr geht es los zum Batman-Event. Gestern Nacht gab es eine kleine Palastrevolte von Sun, sehr lesenswerter Blogartikel. Ich muss gleich mal rumrennen und die Leute befragen, was sie dann so dazu denken, was sich daraus ergeben hat. Irgendwie gestern Nacht um 14:45 gab es anscheinend noch ein Core-Developers-Treffen. Ja, lest den Kram einfach an, Licht meint, oh Gott, weiß ich nicht, de oder com. Und bildet euch eure eigene Meinung. Ist aber auf jeden Fall sehr spannend, was da passiert. Ja, die Keynote haben wir, glaube ich, alle verpasst heute Morgen. Die anderen hängen in den Sessions ab. Und um 16 Uhr, habe ich, glaube ich, schon gesagt, geht's rüber zu dem Batman-Event. Was sich herausgestellt hat, was nicht nur irgendwie ein Batman-Event ist, sondern wir gucken uns die ganze Show an. Und danach gibt's irgendwie eine Afterparty. Ja, persönlich, wenn ich darüber nachdenke, finde ich es ein bisschen komisch, weil heute ist der ist irgendwie eigentlich nur ein halber Con-Tag und der Rest ist irgendwie komplette Superparty. Ist auch irgendwie eine Aussage. Ich weiß gar nicht, ob es da noch ein Alternativprogramm für gibt, aber ich glaube nicht. Puh. Con Light heute. Schauen wir mal. So, diese Halle ist groß. Sehr groß. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ah. Naja. Auf jeden Fall Drupal gegen große Halle. Huhu. Sagt was in die Kamera. Hallo, Kassi. Hallo. Wir reden gerade über User Groups. Was? Wir reden gerade über User Groups. Ja, es ist doch wichtig, dass wir heute Abend nicht mehr in der Event-Halle sind, sondern in dem größten Zelt und vor einem Starbucks stehen. Ich bin irritiert, aber es macht auch nichts. Ich meine, wir haben jetzt bestimmt ein fettes WLAN und nachher hacken wir so richtig ein paar Core-Issues ab, ne? Was? Ja. Nee? Doch eher heiliger Strohsack Batman, oder? Na gut. Dann beende ich das hier mit einem Robin, ich hab dich auch lieb.